die kroatische Adria mit ihren vielen romantischen Städtchen, ihren vielen Inseln, Buchten und natürlich traumhaft schönen Stränden ist Jahr aus Jahr ein für unzählige Urlauber aus ganz Europa ein äußerst beliebtes Urlaubs- und Reiseziel. Und sie steht auch bei uns Deutschen hoch im Kurs. Ein Highlight ist hierbei ohne Zweifel die Insel Raab in der Kvarner Bucht mit ihren einzigartigen traumhaften Sandstränden, welche in diesem Jahre auch unser Urlaubsziel war. Unsere Anreise aus Ostsachsen erfolgte über Liberec, Prag, Budweis, Linz, Graz, Maribor, Zagreb, Senj und den Fernleger ins Tinica. Insgesamt 1050 Kilometer haben wir an 2 Tagen mit unserem Auto nach Zwischenstopp in Graz zurückgelegt. Nachfolgend also ein paar unserer Eindrücke von der Insel und von Lopar, unserem Zielort. Insgesamt 9 Orte, welche quasi ineinander übergehen, gibt es hier. In diesen Orten Raab, Banjol, Babat, Campor, Chuapunta, Mundani, Palit, Subetarske, Draga und Lopar sind diese Traumstrände zu finden. Wir haben von unserem Urlaubsquartier, dem Sunny Beach Resort bei Valamar in Lopar aus, diese Insel und ihre Sehenswürdigkeiten und Strände erkundet.
Zuerst ein paar Infos zu unserer Unterkunft. Das San Marino Sunny Beach bei Valamar, wo wir untergebracht waren, besteht aus insgesamt 5 nacheinander angeordneten Hotels. So den Lopar und Plaza Sunny Hotels, dem Velimel Sunny Hotel sowie dem Sahara und Raab Sunny Hotel. Diese sind umgeben von einer Anlage mit Kiefern, Palmen und Agaven und nur knapp 200 Meter vom berühmten und größten Sandstrand auf Raab, dem Paradiesstrand in Lopar, entfernt. Dieser 1500 Meter lange sandige Strand ist wegen seines flachen warmen Wassers für Familien mit Kleinkindern und für Nichtschwimmer besonders gut geeignet. Hier kann man weit rein, ohne schwimmen können zu müssen. Es gibt hier keinerlei Hindernisse wie Quallen, Steine und dergleichen. Und man benötigt auch nicht die sonst üblichen Badeschuhe. Die Versorgung der Urlauber ist durch ein großes, modernes Restaurant gewährleistet. Dieses bietet ein umfangreiches, vielfältiges und ausgewogenes Speisenangebot in Buffetform zur Frühstücks- und Abendbrotzeit. Bei Halbpension Plus, so wie wir das gebucht hatten, waren zur Abendzeit auch alkoholische Getränke wie Bier und Tafelwein inklusive. Unterschiedliche alkoholfreie Getränke gab es früh wie abends. Es besteht die Möglichkeit, neben Baden und Schwimmen noch andere Wasseraktivitäten wie Windsurfen, Tretmotor und Paddelbootfahren, Wasserski, Jetski oder Parasailing zu buchen. Unzählige private Anbieter findet man entlang der Strände. Wir haben uns den Spaß ebenfalls gegönnt und ein Tretboot für 80 Kuna die Stunde gemietet. Die kleinen Fischschwärmchen im flachen Wasser waren schon interessant anzuschauen. Das Leben jenseits des Strandes in größerer Tiefe war allerdings noch viel gigantischer. Selbstverständlich hatten wir uns vorgenommen, die Insel und hier insbesondere unseren Urlaubsort Lopar, welcher die Topstrände auf Raab bietet, mit den vielen kleinen Buchten und Strandabschnitten zu Fuß zu erkunden. Nach dem Frühstück starteten wir zunächst bei bedecktem Himmel von unserem Hotel an der Reisca Plaza, dem sogenannten 1,5 Kilometer langen, besonders sandigen Paradiesstrand, unsere Runde. Dann ging es weiter Richtung Restaurant Moby Dick mit dem schon etwas abgelegenen Castellina Strand. Oberhalb des FHK-Strandes Stolac, der nächsten Beachstation, hatte man einen sehr guten Blick auf die Gefängnisinsel Goliadok. Und viele kleine reizvolle Badeplätzchen warteten auf Badefreudige. Es ging weiter hoch und runter am Karstinggelände. Rechterseits teilweise bis auf geschätzte 20 bis 25 Meter ins Meer. Vegetationsmäßig findet man hier überwiegend Aleppo-Kiefern, wilde Wacholder, verschiedene Distelsorten, Wolfsmilch und diverse Gräser. Wir liefen weiter bis Patbitchin und vorbei an Sahara Beach, einem weiteren FKK-Strand. Auch dieser war sehr sandig, ähnlich wie die Ostsee. Nach kurzer Verweildauer ging es über Stock und Stein weiter bis Pozzillo, Dubac und Sturic. Etwas weiter hinten kommt noch ein Hundestrand, sowie der FKK-Strand Ziganka, die Strände Sitche, Kriegwinner sowie Mel. Man kommt letztendlich direkt beim Fernleger Lopar Val Bisca raus. Wir sind aber bei Sturic durch den Wald zurück nach Lopar. Insgesamt gibt es hier auf Raab entlang der Küste 22 wunderschöne Sandstrände, die sich lohnen. Unsere Wanderung um Lopar dauerte 5 Stunden. Je nach Verweildauer an den einzelnen Strandabschnitten sollte man unter Umständen aber mehr Zeit einplanen. Alles in allem eine sehr schöne, empfehlenswerte, aber eben auch nicht barrierefreie Wanderung.
Lohnenswert ist es auf jeden Fall, von Lopin aus einen Ausflug mit dem Glaskatamaran Griga zu den Gefängnisinseln Sveti Grigor und Goliotok zu unternehmen. Glaskatamaran heißt das Boot deshalb, weil man unter Kiel sozusagen durch Glasscheiben Fische und den Meeresgrund beobachten kann. Wir zahlten 22 Euro pro Person, also 66 Euro insgesamt. Die Fahrt startete um 10 Uhr vom Hafen Lopin aus und führte fast unmittelbar direkt immer an der Insel Raab entlang. Nach einer Stunde Fahrt bei herrlichstem Sonnenschein und kräftigem Wellengang erreichten wir um 11 Uhr den ersten der beiden Haltepunkte. Die 6,37 Quadratkilometer große Insel Sveti Grigor, zu Deutsch Heiliger Gregor. Diese Insel war von 1948 bis 1988 Standort eines Frauengefängnisses in der Sozialistischen Volksrepublik Jugoslawien. Inhaftiert wurden unter anderem politische Gefangene. Die seitdem unbewohnte Insel kann man wie wir mit dem Schiff besichtigen. Sämtliche Gebäude und Anbauten sind in den letzten 34 Jahren allerdings komplett verfallen, beziehungsweise dem Vandalismus zum Opfer gefallen. Wir hatten eine Stunde Zeit, um uns umzuschauen und uns durch den kargen Inselbewuchs, welcher aus Kiefern, Oleander, Feigenbäumchen, Rosmarin, Wolfsmilchgewächsen, Disteln und anderen anspruchslosen Gewächsen bestand, durchzuarbeiten. Um 12 Uhr legten wir hier wieder ab und fuhren weiter zur Goliotok, der sogenannten nackten Insel, der zweiten Gefängnisinsel, auf welcher Männer auf einer Fläche von 4,7 Quadratkilometern untergebracht waren. Auch diese von 1948 bis 1988 in Betrieb befindliche Gefängnisinsel war ein Unterbringungsort für politische Häftlinge. Diese mussten hier schwerste Zwangsarbeit verrichten. Sie arbeiteten in Steinbrüchen, produzierten für die Industrie, stellten Terrazzo her und so weiter. Zuerst sind wir mit einem vom Traktor gezogenen Bähnchen für 50 Kuner, das sind ebenfalls umgerechnet 7 Euro, kreuz und quer über einen Teil des Geländes gefahren. Hier bekamen wir einen Eindruck von der gigantischen Größe dieser Gefängnisinsel. Da uns insgesamt 2 Stunden bis zur Rückfahrt zur Verfügung standen, machten wir uns dann im Anschluss nach der Rundfahrt nochmals zu Fuß auf ins von Opuntien bewachsene karge Gelände und schauten uns in den Gebäuderesten um. Es war alles sehr sehenswert und bemerkenswert und vor allem beeindruckend. Auch hier holt sich die Natur nach und nach ihren Lebensraum wieder zurück. Um 15 Uhr traten wir nach 2 Stunden Aufenthalt die Rückfahrt an. Alles in allem ein sehr schöner Ausflug. Nur hätten wir uns gewünscht,
dass die Schiffscrew bzw. das Bähnchen auf Gully Otok etwas zu den jeweiligen passierten Objekten erläutert hätte. Fremdsprachenkenntnisse sind hier leider Fehlanzeige. Zum Wandern und Radfahren gibt es hier auf Raab die unterschiedlichsten Möglichkeiten und Wege. Und so ist auch eine Besteigung bzw. der Besuch des höchsten Punktes auf der Insel, des Kamenjak, mit seinen 480 Meter Höhe eine lohnenswerte Sache. Wir fuhren mit dem Auto von Lopar deshalb wieder Richtung Raab und bogen in Monani links ab. Da wir keinen Wanderparkplatz ausmachen konnten, fuhren wir mit dem Auto einfach mal weiter geradeaus und immer die abenteuerlich anmutende, serpentinartige, holprige Piste steil nach oben und erreichten nach vielleicht 2 Kilometern das Plateau mit dem Parkplatz, des von der Straße aus sichtbaren Restaurants. Von hier aus ging es dann ca. 500 Meter zu Fuß Richtung Gipfel bzw. Funkturm. Wir erkundeten anschließend den steinigen kargen Geopark rund um den Funkturm und machten jede Menge Fotos, da der Ausblick auf sämtliche Inseln wie Gully Otok oder das Festland bzw. die Stadt Raab am Fuße gigantisch war. Wer gut zu Fuß ist, kann die gesamte Strecke natürlich auch komplett erwandern. Man folgt hierzu einfach den runden rot-weißen Markierungen. Mehr Hinweisschilder gibt es hier leider nicht. So braucht man von hier oben zu Fuß bis Lopar etwa 4 Stunden und bis Misnjak Richtung Fähranleger etwa 6 Stunden. Ein sehr schönes Wanderziel ist auch die Besichtigung der oberhalb der Loparer Mülldeponie befindliche kleine Kirche des heiligen Nikolaus. Dies ist immer sehr schön vom Schiff aus sichtbar. So, wenn man beispielsweise mit der Fähre von Lopar nach Valbiska auf Kirk fährt oder umgekehrt. Wir fuhren also mit dem Auto oberhalb von Lopar die Serpentinen zur vorgenannten Deponie hoch und stellten das Auto neben der Deponieeinfahrt ab. Dann liefen wir ca. 3 Kilometer in den steiligen Wald hinein zur Nordseite des Kap Sorini, wo wir nach ca. einer Dreiviertelstunde ankamen und mit einem bezaubernden Blick auf die Adria und die umliegenden Bergketten belohnt wurden. Hier fanden wir dann auch unsere kleine Kirche, welche nach dem heiligen Nikolaus, dem Schutzpatron der Seefahrer und zu dessen Ehrung bereits im Mittelalter gebaut wurde. Deren heutiger Zustand stammt aus dem Jahre 2012, wo sie, zwischenzeitlich verfallen, komplett saniert wurde. Kirchen und Klöster sind auch hier auf Raab die malerisch das Ortsbild prägenden Bauten. Deshalb hielten wir noch beim nicht weit entfernten St. Euphemia Kloster in Campo an. Neben den herrlichen bemalten Deckentafeln aus Holz im Innern und zahlreichen Reliefs hat das Kloster noch etwas ganz Besonderes aufzuweisen. Denn die Gründungsurkunde des Klosters aus dem Jahre 1444 benennt erstmalig den kroatischen Namen für die Stadt sowie die Insel Raab. Das alles sind wie gesagt nur ein paar unserer Eindrücke und Erlebnisse. Und sicher gibt es hier auf Raab außer tollen Stränden und glasklarem Wasser noch viel mehr zu entdecken. Man sollte allerdings bedenken, dass man sich hier auf einer Insel befindet und für Fahrten aufs Festland oder andere Inseln wie Kirk immer auf die Fähre angewiesen ist und beispielsweise eine Fahrt von Misnjak nach Stinica umgerechnet etwa 25 Euro kostet. Alles in allem kann man aber sagen, ein sehr schönes Urlaubsziel, die Insel Raab.